Zum Glück bin ich nicht krank. Trotzdem heute im Krankenhaus, aber in einem ganz besonderen. Im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2018 Arbeitswelten der Zukunft besuche ich heute das ICAS in Leipzig. ICAS, das bedeutet Innovation Center Computer Assisted Surgery. Also computerunterstützte Chirurgie. Und das klingt echt abgefahren. Dabei weiß ich eigentlich gar nicht, wie es im OP-Saal heutzutage schon aussieht, was schon möglich ist und wie sich der OP-Saal der Zukunft davon unterscheiden könnte. Wollen wir doch mal sehen. Das ist er also, der OP-Saal der Zukunft. Dr. Markus Pierlich ist Oberarzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde am Universitätsklinikum Leipzig und erklärt, dass er bisher oft nur das Röntgenbild hat, um zu operieren. Keine Kameraunterstützung, die den Weg vorgibt. Wie sieht denn bisher die Arbeit im OP aus? Ja, bis jetzt haben wir das Glück, dass es natürlich schon viele technische Gadgets gibt. Also so ganz mittelalterlich ist heutzutage so ein OP sein nicht. Aber wenn man so die einzelnen Punkte in der OP, also den Teil vor der OP, während der OP und nach der OP sieht, da gibt es doch viele Hindernisse noch im Alltag, die man eigentlich verbessern kann. Wie wird es im OP der Zukunft ablaufen? Es ist einfach vor der OP, dass man relativ dieser Datenüberschuss, dass der wirklich konzentriert ist. Ja? Dass man als Operateur in den OP-Saal geht, da gibt es einen Monitor, dass die Patientendaten zusammengetragen sind. Während der OP ist es einfach so, dass es schon mal ein gewisse Lichtspiele gibt, um eine Awareness, also eine Fokussierung auf gewisse Situationen in der OP zu haben. Dann gibt es Navigationssysteme, das kann man sich ein bisschen wie im Auto vorstellen. Ja? So wie so eine Art Park-Distance-Control, wie weit ist man denn noch von gewissen Dingen entfernt? Es piept und es blinkt und es leuchtet. Natürlich ist es auch so, dass Monitore wirklich operateurzentriert dargestellt sind, dass man sich eben nicht unsteril machen muss, dass man die Blickachse verfolgen kann, dass man sich eigentlich als Operateur wirklich aufs Operieren konzentrieren kann. Jetzt verstehe ich, warum man als Arzt ein Handwerk beherrschen muss. Professor Thomas Neumuth kennt als technischer Leiter des ICAS die größten Hürden, die es gab, um diese technische Unterstützung zu entwickeln. Der erste Schritt, den wir realisieren mussten, ist, die Geräte dazu zu bekommen, dass sie ihre Informationen teilen. Es gibt in Deutschland das Medizinproduktegesetz, was eigentlich sagt, dass die Geräte keine Informationen schicken dürfen. Um diese Funktion, wie Sie sie gesehen haben beim Herrn Pörlich, realisieren zu können, brauchen wir aber diese Informationen. Und um das zu realisieren, und zwar so zu realisieren, dass es auch sicher ist, dass es eine auch sichere Kommunikation ist, das war die Herausforderung. Ein Beispiel ist, sehen wir zum Beispiel hier, da unten, die Drehzahl dieser Fräse wird momentan so geändert, dass der Chirurg zur Schwester sagt, bitte drehen Sie die Fräsdrehzahl runter. Was die Chirurgen sich allerdings wünschen, ist, dass sie dies selber beeinflussen können. Das ist so, weil die Chirurgen haben das Gefühl dafür, wann die richtige Drehzahl erreicht ist. Und der Chirurg kann dann über das Display selber die Drehzahl verändern. Dass uns Roboter irgendwann eigenständig operieren, sieht der Direktor des ICAS, Professor Andreas Melzer, nicht. Aber Roboter und technische Innovationen werden den Arzt zukünftig unterstützen und können viel genauer vermessen als bisher. Sie sehen hier ein Modell eines Patienten, da kann ich ja nicht reinsehen. Ich habe aber viele bildgebende Verfahren und dafür haben wir diese, die wir Magic Lens nennen. Ich kann mit dem Tablet in den Patienten hineinsehen. Diese Bilder basieren auf Originalaufnahmen des Patienten. Blau ist ein Tumor, rot ist ein Blutgefäß, das ich nicht treffen möchte. Und sobald ich dann das Ganze registriert habe, kann ich den Roboter freigeben. Und dann fährt der Roboter an diese Stelle. Ich habe dann so ein Instrument, so eine Punktionsnadel, die ich dann genau anhand dieser Führung einstechen kann, um dann auch den Tumor zu treffen. Ja, der Patient hat den Vorteil, dass das Verfahren wesentlich weniger Arbeitsschritte hat. Normalerweise müsste man wieder in den CT, wieder die Punktion machen. Man kann auf Strahlenbelastung verzichten und hat letztlich eine höhere Präzision und Sicherheit in der Durchführung. Ich konnte heute einiges über die Zukunft im OP erfahren. Neben wirklich komplexer Technologie können auch simple Features wie die automatisierte Lichtsteuerung den OP deutlich sicherer und auch effizienter machen. Rot leuchtete es zum Beispiel, wenn Dr. Pierlich dem Gehirn bei der Demonstration der HNO-OP zu nahe kam. Zum Glück sehen wir einen OP nicht so oft von innen. Doch über diesen Besuch habe ich mich wirklich gefreut. Habt ihr noch Fragen zum Thema? Dann stellt sie unbedingt in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen und bis bald.